zusammen. Das Ehe-Ausschuss, aber auch das Parlamentarische Kontrollgremium hatten in seiner Arbeit ja festgestellt, dass die Rechtsgrundlage des BND für die Auslandsüberwachung zu unkonkret war, dass die Aufsicht gefehlt hat und dass die parlamentarische Kontrolle zu verbessern ist. Deshalb der Gesetzentwurf, der heute auch von den Sachverständigen erörtert wurde. Man kann sagen, es gab von allen Sachverständigen Lob und Anerkennung für den Gesetzentwurf, aber auch Kritikpunkte. Entscheidend für mich war aber, dass die Kritik sich nicht an den materiellen Regelungen festgemacht hat, die sind offenkundig sehr tragfähig, sondern dass es um die Frage geht, wer ordnet oder wer genehmigt bestimmte Maßnahmen. Also dieses unabhängige Gremium, wo ist das anzusiedeln? Da werden wir die Anhörung auswerten und sicher, wenn es notwendig ist, Korrekturen vornehmen. Ich will aber auch deutlich machen, dass sich hier die Sachverständigen nicht alle einer Meinung waren. Für mich entscheidend, der BND hatte davor keine konkrete Rechtsgrundlage, hatte eine Generalklausel, auf die er sich gestützt hat. Nun haben wir den Rechtsrahmen sehr konkret ausgestaltet, damit haben wir Rechtssicherheit geschaffen. Es gab vorher keine Anordnungskompetenzen, jetzt gibt es Anordnungskompetenzen, die auch das Kanzleramt einbeziehen. Und die parlamentarische Kontrolle liegt darunter, dass ihr das Personal gefehlt hat, um solch eine Kontrolle durchzuführen. Mit der Schaffung eines ständigen Bevollmächtigten, eines Arbeitsstabes, werden wir auch die parlamentarische Kontrolle auf ein neues Niveau heben, sodass man in Summe sagen kann, die beiden Gesetze ergänzen sich und wir ziehen daraus die notwendigen Lehren und, glaube ich, arbeiten so, dass der BND seiner Aufgabe nachkommen kann, gerade im Zeitalter des internationalen Terrorismus, aber eben trotzdem unter engem rechtsstaatlichen Korsett. So einfach wollen wir sie nicht davonkommen lassen. Immerhin hat es ja deutliche Kritik auch eines ehemaligen BND-Chefs an dem neuen Kontrollgremium gegeben. Die Union ist da maßgeblich dran beteiligt. Sie haben gesagt, es könnten Konsequenzen gezogen werden. Was könnten die sein? A, Umsiedlung zur GC-Kommission oder zum Bundesverwaltungsgericht. Das waren Sachen, die heute vorgeschlagen worden sind. Was könnten Sie sich für Konsequenzen vorziehen aus der Kritik heute? Zunächst mal, glaube ich, muss man einmal deutlich machen, dass wir eine Anordnungs- oder Genehmigungsinstanz brauchen. Das Thema ist so komplex, ja, da geht es nicht einfach mal nebenbei, die in einem Gremium das zu delegieren. Und da, glaube ich, gab es auch keinen Streit, sondern der Streit entzündet sich an der Frage, wo ist so ein Gremium anzusiedeln organisatorisch. Da gab es drei Möglichkeiten. Ein eigenes, unabhängiges Gremium, dafür hatten wir uns jetzt entschieden im Entwurf bislang, Ansiedlung beim PKGR oder Ansiedlung bei der GC-Kommission. Wir hatten PKGR verworfen und daran wird sich auch nichts ändern, weil wir sagen, wir sind Parlamentarier, wir kontrollieren die Nachrichtendienste, wir können schlechterdings nicht Exekutivmaßnahmen anordnen. Ob man es bei der GC-Kommission ansiedeln kann, werden wir jetzt zu beraten haben mit dem Kollegen der SPD oder ob wir es bei einem Gericht ansiedeln oder ob wir es bei der Lösung belassen. Das wird sich jetzt zeigen, wir werten die Sachverständigengutachten nochmal aus, aber deutlich muss, glaube ich, werden, dass man eine Genehmigungsinstanz braucht. Wir jetzt vor der Frage stehen, wo siedeln wir sie idealerweise, zweckmäßigerweise an? Es muss am Ende ja auch funktionieren. Sie sagen Änderungen noch möglich. Was bedeutet das für das Prozedere? Jetzt eigentlich sollte ja schon Ende Oktober abgestimmt werden. Ist das damit hinfällig? Ich glaube, dass wenn wir uns auf Änderungen verständigen, dass es dazu keine große Zeit braucht, weil wir diese Debatten ja auch geführt haben, schon im Vorfeld. Wir haben uns ja Gedanken gemacht im Gesetzentwurf und wir jetzt nochmal auswerten, welche der Lösungen sind denn auch praktikabel, wo man so ein Gremium ansiedeln kann. Aber ich glaube auch, dass man schon zu Recht sagen kann, wenn bei zwei solchen Gesetzentwürfen in der Komplexität, in der Schwierigkeit am Ende der Hauptkritikpunkt ist, wo siedle ich organisatorisch ein Genehmigungsgremium an, dann glaube ich, haben wir keine schlechte Arbeit. Vielen Dank.